Lass uns mal heute ins Wort gehen. Wir werden ein bisschen quer durch die Bibel schauen. Ihr müsst nicht jede Bibelstelle, die ich erwähnen werde, aufschlagen, aber ein paar schon. Und der Fairness halber sage ich das dann vorneweg. Das Thema heute könnte man nennen das Wort Gottes. Und da könnte man jetzt gleich sagen, heute redet er über die Bibel. Nein, ich rede heute zwar aus der Bibel, über das Wort Gottes, aber das Ganze hat einen etwas anderen Fokus. Und wir fangen gleich mal an, indem wir ins Wort gehen. Die erste Bibelstelle ist schön einfach zu finden und die können wir aufschlagen, weil sie in den Evangelien nicht nur eine der schönsten, sondern auch eine der geheimnisvollsten Stellen ist. Das ist im Johannesevangelium das erste Kapitel, die ersten Verse. Die schon länger mit dem Herrn gehen, kennen diesen Abschnitt. Ich lese nichtsdestotrotz vor. Und da steht, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Leben der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann finden wir eine zweite Stelle. Also wir wissen natürlich, dass sich das auf Jesus bezieht hier. Das ist ja der Prolog, dass das ewige Wort Fleisch wurde. Und das ist schon so ein Punkt, wo man kurz aufmerken muss, Wort wird Fleisch. Wort, gesprochen, Fleisch, anfassen. Aber es gibt noch eine parallele Stelle dazu, die da ähnlich interessant ist und die ist in der Offenbarung 19, die ist auch sehr bekannt, weil da gibt es ein Lobpreislied, wo wir genau über diese Stelle singen. Das ist Offenbarung 19, Vers 12 und beschreibt, wie Jesus kommt auf dem Pferd und da steht in Offenbarung 19, Vers 12, seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war und sein Name ist das Wort Gottes. Also hier taucht das zweite Mal diese Aussage auf, Jesus, das Wort Gottes. Aber auch an der Stelle ist wieder so eine kleine Stolperfalle eingebaut. Wenn man nämlich genau liest, dann sieht man, die erste Aussage ist, er hat einen Namen, den niemand kennt, außer er selbst. Und im nächsten Abschnitt steht dann, sein Name ist das Wort Gottes. Na wie nur, würde man sagen. Entweder kennen wir seinen Namen, das Wort Gottes, oder wir kennen seinen Namen nicht. Muss man sich mal entscheiden. Also da ist auch irgendwas verborgen, was dem oberflächlichen Leser nicht sofort ins Auge fällt. Und das hat mich so ein bisschen motiviert, dort mal nachzugraben, an der Stelle, was es denn mit diesem Zusammenhang von Jesus als Fleischmensch, der unter uns gelebt hat, und dem Wort Gottes, was das so auf sich hat. Und beide Bibelstellen stammen übrigens von dem Johannes. Und der Johannes war ja, als Jesus gelebt hat, relativ jung und hat dann später sein Evangelium und noch sehr viel später diese Offenbarung geschrieben. Und ich denke, auch im Laufe seines Lebens ist ihm erst klar geworden, was er da als Jugendlicher erlebt hat. Also was das für ein umwerfendes Erlebnis war. Wir sehen das auch in den Briefen, die er geschrieben hat. In zwei seiner drei Briefe steht dann drin, das Wort, und wir haben es betastet. Also so wie das im Nachhinein gar nicht klar war, das war real. Dieser Mensch, der das Wort Gottes war, der hat tatsächlich vor mir gestanden. Man kann sich vorstellen, dass so der Johannes im jugendlichen Leichtsinn damals, dem Jesus hinterher gefolgt ist und das gar nicht in der vollen Tragweite erfasst hat. Und später sitzt er dann da und denkt zurück und sagt, unfassbar, ich bin eine der wenigen gewesen, die das Wort Gottes haben, nicht nur hören können, gesehen haben, wie es hier steht, das Licht gesehen haben, sondern auch noch anfassen konnten.
Gut, jetzt schauen wir mal, wo denn dieser Zusammenhang liegt zwischen dem Wort Gottes und das, was Jesus ist. Weil zumindest für mich, kann sein, dass euch das alles anders geht, aber für mich war das immer so ein bisschen, das Wort wird Fleisch, das ist eine ganz wesentliche Aussage unseres Glaubens, aber was bedeutet denn das in der Realität? Wir setzen hier mal in die Mitte das Wort. So, das ist also das Wort. Und im Neuen Testament, wo das geschrieben ist, steht für das Wort, also der Begriff Wort, ist im Neuen Testament, also im Griechischen der Logos. Das ist das Wort. Also Logos Theo ist das Wort Gottes. Logos. Und wenn man sich das Wort anschaut, Logos, dann meint das nicht in unserem Sinne das Wort, wie wir das so kennen. Weil das hat eine Doppelbedeutung. Im Neuen Testament oder im Griechischen und damit auch im gesamten Neuen Testament steht Logos für die Kombination aus Wort und Gedanke. Also hier, das passt jetzt nicht so her, da mache ich hier mal nur ein dicken G für Gedanke. Also Logos ist in der Zeit damals beides gewesen. Und jetzt sagen wir, naja, aber da gibt es ja einen Unterschied für uns. Also wir als Deutsche, wir können das ganz genau auseinandershalten, was jemand denkt und was jemand sagt. Also Zitate aus unserem allgemeinen Sprachgebrauch, ja, das habe ich ja nie gesagt, Klammer auf, aber gedacht, Klammer zu. Und umgedreht natürlich genauso. Ja, das sagt der ja nur so, Klammer auf, aber er denkt es ja gar nicht, Klammer zu. In der Zeit, in der das Neue Testament geschrieben worden ist und wo auch diese Ideen herkommt, gab es das nicht. Und übrigens auch in den meisten Sprachen heutzutage gibt es das gar nicht. Das ist wirklich was Deutsches, dass wir das so sauber unterscheiden können. Das ist das, was der denkt und das ist das, was er eigentlich meint. Also für viele Jahrhunderte und für die meisten Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben, ist das das Gleiche. Und wenn man mal ein bisschen nachdenkt, aus unserem Kleindenken raus, ist das auch so. Weil die Aussage ist, das, was du sagst, ist immer das, was du denkst. Ja, wir können sagen, das heißt irgendwelche Hintergedanken, aber dann sind es halt die Hintergedanken. In dem Moment, wenn wir das aussprechen, ist das das, was aus unserem Inneren herauskommt. Das Wort, der Gedanke. Und biblisch gesehen ist das eins. Also das Wort Gottes, oder nehmen wir vielleicht nicht der Gedanke, man könnte auch anstatt Gedanken sagen, so der Ausdruck des Inneren wäre auch eine schöne Formulierung. Äußerung des Gedankens, Ausdruck unseres inneren Seins. Und wenn wir das jetzt wiederum mal einsetzen in die Aussage, was Jesus ist, am Anfang war der Gedanke, den Gott wollte, und dieser Gedanke, das Innere Gottes, das, was er an seinem Inneren wollte, das wurde anfassbar durch Jesus Christus. Das wurde Fleisch. Also Jesus ist im direkten Sinne der greifbare, menschliche, fleischliche Ausdruck dessen, was Gott in seinem Innersten eigentlich gedacht und gewollt hat. Und da gibt es ganz viele Bibelstellen, die das dann umschreiben, was denn Gott gewollt hat. Die ganz bestimmt bekannte, Johannes 3,17, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um uns zu retten, dass die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Gibt es ganz viele Beispiele ringsherum, um zu erklären, was das innere Wesen Gottes ist, was greifbar, sichtbar oder wie es Johannes geschrieben hat, anfassbar wurde. Und wenn wir das jetzt wiederum mal einsetzen mit den innersten Gedanken anstatt Wort und lesen dann die Offenbarungsstelle, dann lesen wir, dass Jesus, der da auf dem Pferd kommt, dass er einen Namen hat, den niemand kannte als er selbst. Jetzt kommen wir zu dem Wort, kommt noch das Wort Name dazu. Und da ist auch wieder eine Geschichte, dass wir da ja, so ein bisschen besonders sind. Wer die Bibel ein bisschen genauer kennt, weiß, dass Namen in der Bibel eine ganz wichtige Bedeutung haben. Das könnt ihr lesen bei den Vorankündigungen für Johannes und Jesus. Da wurde mit der Tatsache, dass da ein Mensch geboren wird, sofort kam dahin, ach übrigens, den musst du so und so nennen. Und noch im Alten Testament war der Name immer ein Ausdruck einer Verheißung oder einer bestimmten Situation. Also Namen sind ganz zentral, sie geben etwas an. Deswegen müsste man das Ding Name hier eigentlich drüber setzen. Also hier, Fleisch. Also Name ist ein spezielles Wort auf eine Person bezogen. Und
Der Name, den Jesus hat, ja, für uns sagen wir, das ist Jesus, gut. Da kann man jetzt sagen, machen wir jetzt kein Riesengeheimnis draus. Der steht an ganz vielen Orten dort hinten zum Beispiel. Also so wichtig kann der Name jetzt nicht sein, aber aus der Idee heraus, dass hier eigentlich der Gedanke Gottes dahinter steckt, das Innere Gottes, das, was Gott im Wesen wollte, macht die Aussage doch erheblich mehr Sinn, dass nur er, Jesus, diese Gedanken Gottes wirklich vollumfänglich kannte. Weil er das Wort Gottes ist. Weil er der Ausdruck Gottes ist. Wir versuchen ja immer so ein Stück uns heranzutasten an, was hat Gott eigentlich gewollt? Was ist sein Wesen? Wie ist er wirklich in seinem Innern? Und manchmal blitzt das so ein Stück auf und indem wir sein Wort lesen, versuchen wir uns irgendwie daran zu arbeiten und ranzutasten. Aber ich denke, keiner von uns kann von sich behaupten, dass er das Wesen Gottes, die Tiefen der Gottheit, heißt es an einer anderen Stelle im Wort, vollumfänglich verstanden hat, außer Jesus. Weil er war der Gedanke Gottes und in seinem Tiefsten drin. Also indem wir uns mal das Wort anschauen, was hier verwendet wird, lernen wir ein bisschen mehr, dass diese Aussagen, das Wort wurde Fleisch oder auf der einen Seite den Name kannte keiner, aber der Name ist, dass das durchaus sehr Sinn macht. Und plötzlich passt das wieder. Ja, wenn wir jetzt schon mal beim Namen sind, machen wir mal ein Stück weiter. Das ist ja Neues Testament. Ich habe gerade die zwei Bibelstellen vorgelesen aus dem Johannes. Wie war das im Alten Testament? Gab es da auch so ein Spielchen mit den Namen und den Wörtern und dem Wort Gottes gibt's? Im Hebräischen steht für Wort und Reden gibt's zwei Wörter. Ich glaube, im Deutschen, wir haben noch mehr. Ne? Wir haben Reden, Sprechen, Quasseln, Labern. Gibt doch eine Menge. Aber das ist auch sehr viel lokale Mundart. Zurück zum Hebräischen. Im Hebräischen gibt es tatsächlich zwei Wörter für Reden. Und das erste dafür heißt Amar. Das schreibe ich schon mal an. Also Amar ist Reden, so wie wir reden mal miteinander. Ach so, ich sag dir mal, bring mal Brötchen mit oder so, irgendwas Profanes. Das ist Amare. Und da gibt es eine Menge Aussagen im Wort, wo Amar verwendet wird. Und dann gibt es noch ein zweites Wort für Reden. Und das wird nur im Zusammenhang verwendet mit Gott, dem Herrn selbst. Und das heißt Dabar. Dabar. Der François würde jetzt wahrscheinlich schon sagen, in diesem Wort, da kommt schon diese ganze Kraft und Energie Gottes raus. Dabar. Da kann man sich so richtig vorstellen, wie es blitzt und donnert und Gott spricht. Dabar. Also Dabar ist das Wort, was von Gott kommt. Und es hat eine gewisse Eigenschaft. Und diese Eigenschaft, die wissen wir, die Wörter, die von Gott kommen, werden Realität. Und deswegen ist dieses Wort im Hebräischen steht halt nicht nur für Wort, sondern es steht doch für Tat oder für Ding. Sagen wir hier, machen wir hier mal einen Tee hin für Tat. So. Und dann wissen wir, dass das Logos ist also das und das Dabar ist das. Also Dabar ist das spezielle Wort Gottes, was die Kraft hat, genau das auszuführen, sagen wir manchmal, was es sagt, so sagen wir manchmal, dass das Wort Gottes hat die Kraft, das auszuführen, was drin steckt. Aber eigentlich ist es sogar noch ein Stück tiefer, weil dadurch, dass Gott ja nicht lügen kann, ist das, was Gott sagt, in dem Moment, weil er es sagt, wird es Realität. Also das Dabar-Wort beschreibt nicht irgendwas, was wahr sein könnte oder nicht wahr sein könnte, sondern das Dabar-Wort wird in dem Moment, wo es jemand ausspricht, zur Realität. Es schafft etwas aus dem Nichts, was vorneweg nicht da war. Und das kennen wir so in unserem normalen Reden leider nicht. Können wir vorstellen, dass der eine oder andere da ganz scharf drauf wäre auf sowas. Aber wir schauen uns doch mal an, was es meint. Vielleicht erstmal so eine kleine Übung, dass wir verstanden haben, wann ist Amar dran und wann ist Dabar dran. Und da könnt ihr nochmal die Bibel aufschlagen unter 1. Samuel 9, 27. 1. Samuel 9, 27, muss ich auch aufschlagen. Das ist eigentlich jetzt irgendeine wild rausgesuchte Stelle. Da geht es eigentlich nur, um mal zu verstehen, wann ist Amar dran und wann ist Dabar dran. Also 1. Samuel 9,
Vers 27. Da steht, als sie an das Ende der Stadt hinauskamen, sagte Samuel zu Saul, sag deinem Knecht, dass er uns vorausgeht. Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still, ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Nochmal zu sehen, sagen und Wort ist auch im Hebräischen Nummer 1. Da wird also nicht wie bei uns unterschieden, es ist halt immer reden. So, lesen wir es mal durch. Als sie an das Ende der Stadt hinauskamen, sagte Samuel zu Saul, was wird dort stehen? Amal, ganz klar. Ne? Sag was hier, also pass mal auf hier. So, sagte also der Samuel was zu Saul. Er sagte zu ihm, sag deinem Knecht, was steht? Amal, ganz klar. Sag deinem Knecht, dass er mal vorausgeht, dass er sich mal in die Büsche schlagen soll, weil jetzt passiert ja gerade was ganz Wichtiges, weil du bleibst jetzt hier mal stehen und was dann kommt, ist das Wort Gottes. Und da steht logischerweise Dabar, weil da kommt was ganz Wichtiges, da kommt das Wort Gottes, Dabar, was Wort und Tat zugleich ist. Da gibt es mehrere Bibelstellen, wo man das noch ein bisschen lernen kann. Vielleicht die bekannteste ist, das müsste 1. Mose 1, Vers 3 sein. Das müssen wir nicht aufschlagen, also wer das nicht aus dem Kopf weiß. Ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über ihn und dann kommt und Gott sprach, es werde Licht und wumms, es wurde Licht. Hier kann man das schön sehen. Wenn wir das heute formulieren müssten, so als Aufsatz in der Schule oder irgendwas, würden wir wahrscheinlich ein bisschen anders schreiben. Wir würden sagen, und Gott saß da und dachte so bei sich, hatte so in seinem Herzen die Idee, dass es doch mal Licht werden könnte und irgendwie wurde halt Licht. Nee, Gott hat gesprochen. Das wird uns dann nochmal, wir kommen nochmal darauf zurück, dass Gott das nie nur gedacht hat, sondern er hat das gesprochen. Natürlich hat er es auch gedacht. Weil bei ihm ja das Gleiche ist. In seinem Herzen wollte er, dass Licht ist, hat es mit seinem Mund ausgesprochen und die Tatsache, dass Gott es ausgesprochen hat, hat es sofort in Realität gebracht. Wow. Und es gibt eine zweite Stelle im Neuen Testament, die das sehr schön beschreibt und das ist Römer 4, Vers 17. Da schreibt Paulus oder beschreibt den Gott seiner Väter. Und da steht, in der Elberfelder müsste das sein, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Nationen vor Gott, das ist der Gott seiner Väter, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht. Und jetzt kommt die Formulierung, und das ruft, was nicht ist, dass es sei. Er hat etwas gerufen, was gar nicht da ist, Licht. Ich meine, bevor es Licht gab, gab es wahrscheinlich noch nicht mal ein Wort für Licht, weil es gab ja noch kein Licht. Also es gab kein Licht, es gab kein Wort für Licht. Deswegen konnte Gott auch nicht feststellen, dass es jetzt Licht gibt, weil es gab weder das Wort noch das Licht an sich. Aber er hat es ausgesprochen und in dem Moment entstanden zwei Dinge, nämlich das Licht, dass es hell wurde und zweitens ein Wort dafür, aha, das ist Licht. Es ist also nichts entstanden worden. Die Hoffnung für alle übersetzt das noch ein Stück schöner. Ich habe mal ein paar andere Übersetzungen gesucht. Da steht dann, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Also vorneweg ist doch gar nichts. Und dann ruft er da rein etwas und das kommt zur Existenz. Oder in der Genfer Übersetzung, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. So schafft Gott. Oder Elberfelder, der das Nichtseiende ruft, als wenn es da wäre. Die Formulierung hatte ich schon gebraucht. Das ist die Art, wie Gott Dinge schafft. Er spricht etwas und in dem Moment wird es Realität. Und das ist für uns ein bisschen fremd, aber so fremd ist das auch wieder nicht. Auch wir kennen in unserer ganz normalen Lebensumgebung Situationen, wo wir genau das auch so machen. Die meisten von uns haben das schon mal gemacht. Die meisten von uns, die hier im Raum sitzen, haben mal ein Wort gesprochen, was durch das Reden dieses Wortes eine Realität geschafft hat. Hat jemand eine Idee, wann das war und wer das war? Also ihr wart selber, ihr habt es mit eurem Mund, habt ihr jeder eine Realität geschaffen, indem ihr sie ausgesprochen habt. Amen ist eine Bestätigung, so ist es. Ah, hier hinten kam es gerade, zur Hochzeit. Zur Hochzeit. Also zur Hochzeit entsteht eine Ehe.
Und das ist ein Ding. Also alle, die schon ein bisschen länger verheiratet sind, die werden uns zustimmen. Eine Hochzeit ist eine Realität, also eine Ehe ist eine Realität, die massive Auswirkungen hat auf unser Leben und auf das Leben von anderen. Das ist also nie irgendwie mal nur so ein Vertrag oder ja, habe ich halt mal gesagt oder so. Eine Ehe ist sehr real und sie entsteht, indem wir etwas sagen. Mehr ist es nicht. Wir sagen, ja, ich will das. Also im Standesamt muss man dann unterschreiben, was letztlich eine schriftliche Form einer Aussage ist. Aber ich denke, auch heute ist das noch so, dass man das auch sagen muss vom Standesamt. Ja, ich will. Und in dem Moment, wenn beide ja gesagt haben, entsteht etwas, was es vorneweg nicht gab. Also so furchtbar fremd ist uns das gar nicht. Wir kennen das also dort auch. Und wir können dann auch, bei einer Hochzeit ist das so, oder bei einer Ehe, wir können auch nie im Nachhinein einfach sagen, ach, er war nicht so gemeint, war nur ein Witz. Jetzt habt euch doch mal nicht so, komm, wir vergessen die Geschichten mal. Hast du ja gesagt, existiert dieses Ding und du brauchst in Deutschland einen Richter, um das irgendwie wieder auseinanderzubekommen. Von dem Moment, wo dieses Wort aus deinem Mund gekommen ist, hast du das Wort mit deinem Mund nicht gesprochen, bist du noch nicht verheiratet. Da kannst du noch zurück. Bis genau zu diesem Moment. Also ihr seht, so weit weg von unserem normalen Denken ist das nicht und trotzdem hat es natürlich eine Kraft. Gott spricht und indem er es sagt, ist es gleichzeitig eine Realität. Das ist irgendwie cool. Ja, mir ist dabei beim Bibelstudium aufgefallen, dass auch Gott kann Gott kann das auch nie einfach so zurücknehmen, ist das Gleiche. Wenn etwas sagt, ist eine Tat und dann ist es da und nee, ach naja, es war jetzt nur mal so ein Testlauf, das probieren wir jetzt nochmal zurückzunehmen, das funktioniert so weniger. Also dabei, das Wort, das eine Kraft hat, etwas zu schaffen, was nicht da war. Jetzt wäre die Frage, wir sind ja alle Kinder Gottes, ne? Ja, ja, also 2, 3 könnten da mal nicken, um zuzustimmen, dass wir Kinder Gottes sind. So, haben wir diese Eigenschaft geerbt? Können wir das auch? Also mal über das Thema mit dem Hochzeit hinaus, können wir auch Worte sprechen, die Kraft haben, das zu schaffen? Ja, absolut, wir erben ja von unseren Kindern. Passiert das uns permanent und ständig, dass wenn wir Dinge sagen, sie plötzlich passieren? Ich würde sagen, zum Glück nicht. Das hätte teilweise fatale Folgen, aber irgendwo ist da was, ne? Wer von uns, und da könnt ihr mal so die Hand hochheben, wer von uns hätte gern mehr die Kraft, dass seine Worte etwas auslösen, dass seine Worte Realitäten schaffen? Könnt ihr mal eine Hand heben? Oh, gut. Gegenprobe, gibt es auch welche, die sich jetzt nicht gemeldet haben? Ah, doch, so, ja, 2, 3. Gut. Wenn das so ist, also für die, die sich gemeldet haben, ist dann die Frage, wie kommen wir dahin, dass unsere Worte mehr Kraft haben, dass unsere Worte also mehr dabar sind? Und für die, die sich nicht gemeldet haben, ja, was sind eigentlich deine Ängste, die damit verbunden sind, dass unsere Worte mehr Kraft haben und dabar sind? Und seit wann ist das überhaupt so? Und was sind die Grundlagen dafür? Und wie sieht das in der Realität unseres Lebens aus? Mir ist aufgefallen, dass die Menschen der Bibel nicht immer mit Dabar-Worten geredet haben. Also Gott sagt Dabar. Und heutzutage haben wir ja auch so Formulierungen, ne, im Namen Jesu und dann sollen Dämonen ausfahren. Das ist ja das Wort, das Kraft hat. Oder andere Dinge, die wir da so sagen, komme ich dann gleich noch dazu. Die Propheten des Alten Testamentes haben das nicht gemacht. Das ist eine interessante Erkenntnis. Die Propheten des Alten Testamentes haben nicht, wie Jesus gesagt, im Namen des Vaters sei gesund. Oder steh auf, tu das, haben die nicht gemacht. Ich gebe euch da mal ein Beispiel von einem der Propheten, der wohl die abgefahrensten Sachen im Alten Testament gemacht hat, nämlich Elia. Also wir wissen, Elia, das war der Typ, wo es 3 Jahre lang nicht geregnet hat. Und das war der Typ, der 400 und ein paar zerquetschte Bals, komische Formulierung, also 400 und ein paar Balspriester zerquetscht hat. Also der hat Sachen gemacht, das haben nach ihm nur wenige nochmal fertiggebracht. Elia, der hatte Kraft.
Und er hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Wir fangen vielleicht mal an, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, das findet ihr im 1. Könige 17, da hat er nämlich ein Kind wieder aufgeweckt. Diese Geschichte kennen wir auch von Jesus. Und jetzt müsste man vermuten, was hätte Jesus gemacht? Wir kennen die, will ich jetzt nicht raussuchen. Er hat es jemand hingesagt, lebe, steh auf. Hat Elia nicht gemacht. Wir lesen im 1. Könige 17, 21, und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhöhte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Also der große Elia, der Dinger gedreht hat, von denen wir uns nur so leicht vorstellen können, was das war, stell dich mal vor, also 400 und, weiß nicht, 70 oder 5, keine Ahnung, könnt ihr nachschauen, Baalspriester, die haben sich ja vielleicht noch gewehrt, keine Ahnung, der hat schon Dinger geleistet. Er hat Gott gebeten. Er hat nicht dieses Wort in der Art und Weise ausgesprochen, es ist jetzt. Das ist jetzt, das hat er nicht gemacht. Und dann die Sache mit dem Regen, da lesen wir dann kurze Zeit später, im 1. Könige 18, ne, nach langer Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr, geh hin und zeig dich, denn ich will regnen lassen auf der Erde. Da fängt es also an. Und dann kennen wir diese Geschichte, die ein bisschen bibeltreu sind, dass der Elia auf dem Berg Karmel, das ist also ein Stück südöstlich von Haifa, da diesen Altar baut und die Baalspriester schaffen es nicht, da Feuer zu zünden und bei ihm kommt dann Feuer runter. Und dann war ja immer noch die Geschichte mit dem Regen, es hat ja immer noch nicht geregnet. Und auch da sehen wir wieder, und die Geschichte ist schön, deswegen lese ich sie mal vor. Also wir wissen, der Elia, der hatte Kraft, der hat also körperliche Kraft gehabt und war definitiv ein Mann Gottes. Und dann sagt Gott zu ihm, du, es regnet jetzt wieder. 1. Könige 18. Und dann lesen wir die Geschichte, wie das passiert ist. In 1. Könige 18, 42 bis 45, müsst ihr auch nicht aufschlagen. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Das heißt, der Elia hat schon irgendwas gehört, dass es jetzt gleich regnet. Und Ahab zog hinauf, um zu essen und zu trinken. Und Elia ging auf den Gipfel des Karmel zurück, bückte sich zur Erde, hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Das kann auch mal ausprobieren, wer das noch kann. Und sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schau aufs Meer hinaus. Und er ging hinaus und sagte, nichts da. Kurz vorneweg hat der Elia quasi schon körperlich das Rauschen des Regens gehört. Sagt selbstsicher zu seinem Diener, guck mal, dass alles in Ordnung ist, dass die Wolken jetzt kommen. Und er kommt zurück und sagt, war nichts. Nichts, gar nichts. Elia sprach, geh nieder hinauf und so geschah es siebenmal. Da lesen wir schnell drüber hinweg, nochmal, der Elia war der, der große Dinge getan hat. Und er hatte den Regen schon gehört und hat siebenmal hintereinander die Peinlichkeit, dass der Diener zurückkommt und sagt, nix. Also irgendwann hätte Elia sich getraut, Worte zu sprechen, die Kraft haben, also irgendwo beim dritten oder vierten Mal hätte er die Peinlichkeit beenden müssen. Und sagen, also jetzt kommt Regen. Regen ist, hat er sagen können. Hat er nicht gemacht. Interessant. So viel Respekt hat er gehabt vor dieser Kraft, die in Gott ist. Also siebenmal, und beim siebten Mal kam dann der Diener zurück und spricht, siehe, eine kleine Wolke steigt auf dem Meer auf, wie eines Mannes Hand. Und Elia sprach, geh hinauf und sage, Ahab, spann an und fahr hinab, damit dich der Regen nicht auffällt. Und ehe man sich versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Aber das ist nur mal so eine Geschichte. Ihr könnt mal, wenn ihr da mal Lust und Laune habt, mal so quer durch die Propheten, den Jesaja, den Jeremia, Hesekiel etc. Die Propheten des Alten Testamentes haben das nicht gemacht. Es gibt eine Ausnahme, die können wir uns mal anschauen, und die hatte fatale Folgen. Und zwar war das der Mose. Der Mose hat es nämlich einmal gemacht. Und zwar hat er das gemacht im 4. Mose 20, 7. Das ist die Geschichte, wo das Volk mal wieder gemurrt hat und kein Wasser hatte. Und da redete der Herr mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen. Und er wird sein Wasser geben.
So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Dann nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen: Hört ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Als Resultat dieses Wassergebnisses für die Gemeinde hat Gott entschieden, dass Mose nicht ins gelobte Land darf. Und da wird sehr, sehr häufig wird das so interpretiert, ja, weil er zweimal auf den Felsen geschlagen hat. Er hätte nur einmal schlagen dürfen. Beim ersten Mal hat er doch nur einmal geschlagen. Zweimal war halt einmal zu viel. Nee, das war nicht das Problem. Ich denke, der hätte auch 15 Mal da drauf schlagen können. Das Problem ist an einer ganz anderen Stelle. Das Problem ist im Vers 10, weil das Vers 10 offenbart sein Herz in der Situation. Und nicht ihr Ungehorsam, sondern werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können. Da liegt der Kern des Pudels. Werden wir. Ich schlage jetzt drauf und ich bringe Wasser hervor, aus meiner eigenen Kraft heraus. Und da war Mose über eine Grenze geschritten, die im Alten Testament nicht überschritten werden durfte. Da hat er sich etwas angemaßt, was ihm so nicht zusteht. Also im Alten Testament haben Menschen Gott zitiert, aber sie haben nicht es gewagt, Worte zu sprechen in der Art mit der Erwartung, dass sie Realität werden. Das hatten sie nicht. Ganz anders im Neuen Testament, Jesus war der das als erstes so gemacht hat. Und da gibt es ganz viele Stellen, ich habe jetzt nur mal die in Matthäus 8 rausgesucht. Er streckt seine Hand aus, rührte sie an, die Aussätzige, und spricht: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz befreit. Könnt ihr euch viele andere Stellen nachlesen, hat das Jesus in gleicher Weise getan. Sei geheilt. Sei das. So hat Jesus geheilt. Ganz anders wie der Elia. Also Jesus hätte ja auch zum Vater beten können und sagen: Vater, bitte heile diese Person. Das wäre auch nicht falsch gewesen. Jesus hat in anderen Dingen gebetet. Aber bei diesen Dingen hat er einfach dabar gesprochen. Er hat gesagt: Sei rein. Und weil Jesus ja nun mal der Ausdruck von Gott war, der Ausdruck von Gottes Gedanken und selber Gott war, wurde die Person in dem Falle sogleich vom Aussatz rein. Also Jesus war der das als erstes gemacht hat. Er war ja Gott. Der durfte das auch. Aber die Apostel, die haben das dann genauso gemacht. Und nachdem der Geist Gottes auf sie gefallen war, in Apostelgeschichte 2, lesen wir in Apostelgeschichte 3 kurz danach, dass sie zum Tempel gingen und dort ein Mann lag, der von Mutterleib an gelähmt war. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das heißt die Schöne, also das Tor heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Das ist auch heute noch so, dass so Bettler sich gerne vor Kirchen setzen, weil da die Chance, irgendwie was zu bekommen, ein bisschen höher ist. Und so auch hier, als nun Petrus und Johannes sah, als er sie sah, wie sie in den Tempel reingehen wollten, bat er sie um Almosen. Und Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas bekam. Das kann man sich bis dahin sehr gut vorstellen. Das ist eine Situation, die könnte vor jeder Kirche irgendwo in einer Großstadt von Deutschland so stattfinden. Gibt man. Und jetzt passiert was, was so in der Regel nicht stattfindet. Petrus aber sprach, das ist Apostelgeschichte 3, Vers 6, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Klare Ansage. Wiederum, auch ein Petrus hätte jetzt bitten können: Vater, bitte, im Namen von Jesus, mach ihn heil. Er sagt einfach: Das, was ich habe, gebe ich dir. Das wirkt im ersten Moment doch ein bisschen, ja, sagen wir mal, selbstbewusst, wäre vielleicht ein guter Begriff. Das muss erst mal drauf haben, sowas. Das, was ich habe, gebe ich dir. Also die Apostel hatten jetzt was offensichtlich, was die großen Propheten des Alten Testamentes nicht hatten.
Und die hatten viel, die Propheten des Alten Testamentes. Die haben Dinge gemacht, die hat der Petrus dann so nicht mehr durchgeführt. Also wir hören nicht, dass der Petrus irgendwie 400 Menschen umgebracht hat und wir wissen noch nicht, dass der Petrus es mal halt 3 Jahre lang nicht regnen lassen. Also der Elia war auch keine Pappnase, aber auf diesem Niveau war er nicht. Petrus spricht, was ich habe, gebe ich dir. Er hatte etwas und wir wissen natürlich heute, wenn wir das Wort kennen, was hatte der Petrus? Nochmal, es war genau nach Pfingsten. Er hatte den Geist Gottes in sich drin. Er war erfüllt von dem Geist Gottes und das hat ihm die Sicherheit gegeben, so ein Ding zu erzählen. Auch Paulus hat es dann ähnlich gemacht, da gibt es eine Stelle in Apostelgeschichte 13, wo er mit so einem Magier da kämpft und ihm dann ähnlich sagt, du bist jetzt blind und siehst die Sonne nicht mehr. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, also auf den Magier. Und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Also auch Paulus hat in gleicher Weise Worte ausgesprochen, die in dem Moment zu einer sichtbaren, greifbaren, fühlbaren Realität wurde. Du bist blind, warst blind. Also was wir jetzt von dem Stück gelernt haben ist, offensichtlich ist diese Fähigkeit oder das Recht, da bar reden zu können, an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebunden. Und auch Elia hatte den Heiligen Geist, aber war noch nicht erfüllt. Das ist ein ganz anderes Thema, darüber kann man später mal reden. Ja, das bringt mich zu der großen Frage, wann und unter welchen Voraussetzungen können wir denn das? Also wir haben schon gesagt, wir können es, nicht nur bei unserer Hochzeit, sondern es gibt auch geistliche Situationen, wo wir Dinge aussprechen und diese Dinge in Realität kommen. Was müssen dafür die Voraussetzungen sein? Sollen wir das überhaupt tun? Sollten wir lieber die Finger davon lassen, weil es doch ein bisschen gefährlich ist? Manchmal hört Gott ja sowas. Was sind so die Voraussetzungen? Und wo können wir uns auch davon schützen, dass wir diese Macht, die in diesem Dabar steckt, missbräuchlich benutzen und damit mehr Schaden anrichten als nützen? Weil das Wort ist da ziemlich klar, Sprüche 18, ganz bekannte Bibelstelle, nur Leben und Tod sind in der Gewalt unseres Mundes oder unserer Zunge, steht da im Originaltext. Also mit unseren Worten haben wir Kraft. Zum Guten, zum weniger Guten. Ja, was ist notwendig? Das Erste, was man denken könnte, ist, wir müssen das im Glauben machen. Da gibt es so eine schöne Formulierung, die ich manchmal so höre, hier und da, ja, ich habe im Glauben ausgesprochen, dass das jetzt so und so ist. Ich weiß nicht, ob von euch das mal gehört hat, aber ich habe die Formulierung des Öfteren gehört und ich musste immer ein bisschen innerlich schmunzeln, weil wenn jemand sagt, so eine Formulierung, also ich habe im Glauben festgelegt, das, dann hat er eigentlich gesagt, dass er keinen Glauben hat. Warum ist das so? Muss ich euch erklären. Also wir nehmen mal etwas an, von dem wir wirklich überzeugt sind, dass es so ist. Also morgen ist wieder ein Tag. Denke ich, die meisten von uns werden der Aussage zustimmen, mit extrem hoher, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist morgen wieder ein Tag. Und jetzt gehe ich zu ihm hin, also ich habe im Glauben, spreche ich aus, dass morgen ein Tag ist. Nee. Wenn du sagen willst, dass morgen Tag ist, sagst du einfach, morgen ist ein neuer Tag, weil du davon überzeugt bist, dass morgen ein neuer Tag ist. Also von den Dingen, die du wirklich glaubst, die für dich so real sind, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass sie anders sein könnten, wirst du ganz bestimmt nicht diesen netten Satz vorneweg setzen, ich habe im Glauben ausgesprochen. Da sagst du einfach, das ist so. Das ist also davon abgesehen, dass diese Formulierung, ich habe das im Glauben gemacht, nicht zwingend zum Ziel führt, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir genau das nicht wirklich, wirklich glauben. Wenn wir aber im Biblischen, also ihr kennt vielleicht die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wenn du wirklich glaubst, dann könntest du einen Berg versetzen. Aber das bedeutet wirklich glauben, dass du absolut davon überzeugt bist und dich nichts davon abbringen könnte. Du wirst jede Idee, dass es nicht so ist, als absolut absurd empfinden. Das wäre richtiger Glaube. Und da sind wir bei vielen Dingen nicht so dran, seien wir mal ehrlich. Wir glauben, dass der Herr uns heilt. Das glauben wir, das glaube ich auch. Aber mal ehrlich,
wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, wir glauben das und wir zwingen uns, ja, ich glaube das, ich will das glauben, wir wollen das ja glauben. Aber manchmal fehlt uns da so echt die Kraft für das letzte Stück, wirklich glauben. Ja, deswegen gibt es doch das Gebet, Herr, hilf gegen meinen Unglauben, dass der mal weggeht, dass der Glaube wirklich nur noch allein dasteht. Also die Formulierung, im Glauben etwas festzulegen, ist also irgendwie nicht so richtig gut. Ich habe noch eine bessere. Im Namen Jesus. Im Namen Jesu mache ich das. Jetzt sind wir schon mal auf dem Wort, weil, gehen wir nochmal zurück, wo stand das? Die Geschichte von Petrus, da sagt er, im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. Daraus könnten wir jetzt lernen, aha, wenn ich also etwas sage im Namen Jesu von Nazareth, dann hat das Ganze Kraft. Also auch wie so eine Art Zauberformel. Ich muss halt ein Ding nur garnieren mit dem Spruch im Namen Jesu und schon wird alles gut und schon passiert das. Ist leider nicht so. Dazu gibt es eine nette Bibelstelle, die das sehr schön illustriert, wie das komplett nach hinten losgeht. Müsst auch nicht aufstehen, ich lese euch vor. Das ist Apostelgeschichte 19, ab Vers 13. Es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, dem Paulus predigt. Dann kommt, das lass ich mal weg, aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl. Und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr denn? Klammer auf für Pappnasen, Klammer zu. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Finde ich immer total cool. Also man muss sich das irgendwie mal vorstellen. Ne? Da kommen so ein paar Typen an und wollen einen großen Max markieren und erklären dann was im Namen Jesu und große Sprüche, sicherlich ein bisschen theatralisch. Es ist hier in den Vers 14, den ich übersprungen hatte, steht, dass das also sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters waren. Also sie waren mit Sicherheit trainiert in Theatralik. Also wie man wirklich mit Würde und Klamotten irgendwie auftritt und wichtige Dinge sagt. Das kannten die also noch aus dem Vaterhaus und das haben die wahrscheinlich gemacht und kriegen ganz mörderisch einen auf die Mütze. Aber sie hatten doch im Namen Jesu das gesagt. Und der Name Jesus macht doch alles, oder? Offensichtlich nicht. Also die Formulierung ranzuhängen, ich mache das jetzt mal im Namen Jesu, scheint nicht zu schaden, sonst hätte es beim Petrus ja nicht funktioniert, als er den Lahmen geheilt hat, was man uns vorhin angeschaut hat. Es scheint aber auch für sich alleine genommen nichts zu nützen. Warum? Das finden wir hier. Wir können im Namen Jesu Dinge tun. Und da gibt es eine Bibelstelle, das ist Johannes 16. Irgendwo. Findet ihr bestimmt. Wo steht das, was wir den Vater bitten, im Namen Jesu wird er uns geben. Also irgendwie im Namen Jesu ist schon irgendwie richtig. Aber was ist damit gemeint? Ist die Formulierung gemeint oder ist was anderes gemeint? Jetzt schauen wir mal hierher. Der Name Jesu ist im Grunde, als wären es die Worte Jesu. Also wir müssen es bitten, als wären es die Worte Jesu, und das funktioniert nur, wenn es auch die Gedanken Jesu sind. Das heißt, nur das Verwenden der Zauberformel bringt uns nicht weiter. Das Ganze muss auch hier seine Ursache haben. Also das, was wir bitten, müssen wir im Sinne, mit der inneren Motivation, mit der Sichtweise Jesu bitten. Und das haben diese sieben Jungs da offensichtlich nicht gemacht. Und der Schreiber dieser Stelle, also der Lukas, der wollte auch sicherstellen, dass wir diese Bibelstelle wirklich nicht falsch verstehen, und hat da noch so einen kleinen Hinweis reingepackt. Weiß nicht, ob er den mitbekommen hat. Also die These war, dass die Leute zwar die Formel gebraucht hatten, aber eigentlich gar nicht wussten, wer der Jesus ist. Und genau das haben sie auch ausgedrückt. Weil sie haben nämlich nicht gesagt, im Jesus, in den Jesus, der in meinem Herzen ist, den ich kenne, der mein Herr ist, sondern wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Das würden wir nie sagen.
mein Jesus, den der Paulus predigt. Also jeder, der eine Beziehung hat mit Jesus, würde immer sagen, das ist mein Jesus. Nee, den hat ihn irgendein anderer gepredigt. Wir wollen ja hoffentlich alle zu denen gehören, die Jesus nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern selbst erlebt haben. Also große Warnung an die, die Jesus nur vom Hörensagen kennen, das geht ganz böse aus oder zumindest peinlich. Also die richtigen Formulierungen sind es nicht. Egal, was wir sagen, wenn wir es irgendwie nur mit im Glauben spreche ich aus oder im Glauben lege ich fest oder im Namen Jesus, das alleine bringt es nicht. Ja, was bringt es denn dann? Eins. Der Bare hat seinen Ursprung bei Gott. Gott ist der, oder sagen wir mal, der Einzige, der Dinge schaffen kann, als wären sie nicht da. Das kann nur Gott. Nur er kann das. Der Bar. Wir können es nur über so einen Kanal. Wir haben es zwar geerbt von ihm, wir haben diese Fähigkeit, es zu tun, aber wir können es nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern wir können es nur, wenn wir sozusagen uns die Autorisierung dafür bei Gott holen. Also Gott selbst muss das wollen und wissen. Ich habe heute die Miriam gefragt, zum Mittagessen, genau da drüber, und ich sage, wie stellst du dir das vor? Und da hat sie gesagt, naja, also die Worte, damit die Worte Kraft haben, da muss Gott muss es so wollen und es muss gut sein. Gar keine schlechte Formulierung, stimmt. Absolut. Gott muss es wollen und es muss gut sein. Das ist sogar schon doppelt gemoppelt, weil wenn es Gott will, dann ist es gut. Wir können uns also das Ganze verkürzen und sagen, Gott muss es nur wollen. Ja, schön, dann sind wir fertig. Gibt halt nur ein Problem dabei. Woher wissen wir, was Gott will? Woher wissen wir das? Ja, klar, wir wissen es aus seinem Wort. Das ist eine wahre Aussage. In seinem Wort steht, was Gott will. Aber in der konkreten Situation, so jetzt, Montag früh 8:30, also was wissen wir, was konkret Gott in der Situation will? Wenn wir Glück haben, finden wir für gewisse Dinge eine Bibelstelle, die wir daran ziehen können und sagen, ja, hier steht es ja, was Gott will. Also er will zum Beispiel er. Da sind wir auf ganz sicherem Gebiet. Das will Gott. Gott will keine Scheidung, sind wir auf sicherem Gebiet. Aber so ganz normale Dinge des Lebens. Was will Gott? Was will er in dem Moment? Man kann sogar so weit gehen, dass mitunter Dinge, die für uns im ersten Moment so aussehen, als ob das definitiv Gottes Wille sein muss. Manchmal ist es nicht Gottes Wille. In dem Moment. Es gibt Menschen, die längere Zeit eine Krankheit hatten, und das ist auch in der Bibel erwähnt, und eben nicht beim allerersten Mal aussprechen von sei geheilt, geheilt worden sind. Aber das ist der Wille Gottes. Gott will doch, dass wir geheilt sind. Das kann man sogar eine Bibelstelle draus zitieren. Ja, das will er, aber vielleicht nicht in der konkreten Situation. Deswegen ist das gar nicht so ganz einfach. Die einzige Chance, die wir haben, um wirklich rauszufinden, was in einer konkreten Situation Gott will, ist, dass Gott in uns ist. Wenn unser Innerstes, also wir nennen das unser Herz, oder die Bibel nennt das unser Herz, also unser innerstes Sein, unser Geist, wenn der vom Geist Gottes geprägt ist, der Geist Gottes in uns wohnt, dann können wir wissen, was Gott in dem Moment will. Ja, wir haben ja unseren Körper mit unseren Händen, Füßen, Augen, dergleichen. Und dann haben wir unsere Seele und die definiert letztlich, was unser Körper tut und wie er Dinge hört. Der gibt uns eine Antwort darauf, was wir tun oder warum wir es tun, warum wir empfinden, warum wir denken, warum wir tun. Und die Seele, der Geist, der ganz innen drin ist, der gibt uns ja die Antwort darauf, warum wir denken, was wir denken und warum wir fühlen, was wir fühlen. Und wenn das von Gott geprägt ist, dann kommt das ja auch irgendwie nach außen. Und da gibt es ganz bekannte Worte dazu, ne? Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, dann kommt das auch irgendwann aus unserem Mund raus, wenn es da drin ist. Gibt es alttestamentliche Worte dazu oder eben die bekannte von Matthäus, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mensch über. Ja, schön, könnte man jetzt denken, wunderbar. Also so, wenn ich ein wiedergeborener Christ bin, dann ist ja der Geist Gottes in mir drin.
bin ich neu geboren, eine neue Kreatur, dann haben meine Worte Kraft. Leider auch nicht so. Warum? Weil ich gerade gesagt hatte, das, was Gott ersetzt, ist, warum denke ich, warum fühle ich, also unser Geist. Unsere Seele ist noch sehr fleischlich gesinnt und verunreinigt oder verändert, verzerrt und verfälscht das, was aus uns, aus dem Inneren vom Geist Gottes kommt. Das ist ja das Problem, was wir täglich haben. Und deswegen ist das, was am Ende hier oben in unserem Kopf rauskommt, eben dann nicht zwingend eins zu eins das, was Gott in unserem Herzen reingepflanzt hat. Und um das zu ändern, machen wir das, was wir hier tun. Wir hören uns immer wieder Wort Gottes an. Wir reinigen uns jeden Tag das Wasserbad im Wort. Wasserbad reinigen im Wort, damit unser Wesen mehr und mehr geprägt wird vom Wesen Gottes, so damit wir immer näher dran sind an dem, was Gott eigentlich gewollt hatte. Und so das passiert, wir reinigen uns durch das Wort, wir schauen Gott an, wir haben Beziehungen mit ihm, wir werfen Dinge raus, die fleischlicher Natur sind. Je mehr wir das tun, immer wieder ein Stück mehr und noch ein Stück mehr und noch ein Stück mehr, desto mehr synchronisieren wir sozusagen unsere Gedanken mit den Gedanken Gottes und denken oder sehen Menschen, sehen Situationen so, wie Gott sie sieht. Und dann haben wir schon mal eine wichtige Voraussetzung, eine erfüllt, dass unsere Worte dabar sind. Es gibt eine zweite. Kontext und Autorität müssen stimmen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, um mal ein negatives Beispiel zu bringen, dass so gerade jetzt hier in den Corona-Zeiten war es auch manchmal ein bisschen schwierig mit Lernen in der Schule und dann könnte man ja jetzt sagen, so als Schüler, ich lege jetzt mal fest, dass ich in der nächsten Prüfung eine Eins schreibe. Das wäre, hätte große, ich vermute, wenn Gott das so durchziehen würde, wären unsere Gemeinden alle voll mit Schülern, die das ausgiebig nutzen würden, aber das Problem ist, es geht schon mal deswegen nicht, weil der Schüler keine Autorität über die Zensursetzung des Lehrers hat. Das funktioniert nicht. Wir können solche Worte dort sagen, wo wir Autorität bekommen haben. Wir brauchen Autoritäten. Wir können solche Sprüche nicht loslassen in Dingen, wo wir nicht Autorität drüber gesetzt sind. Und es ist eine Menge Dinge, für eine Menge Dinge haben wir Autorität. Und da gibt es eine schöne Bibelgeschichte im, weiß nicht, in welchem Evangelium die steht, aber er kennt die, wo Jesus die 70 aussendet, um mal so durch die Gegend zu ziehen. Und da steht geschrieben, dass er ihnen Macht gab. Er hat sie autorisiert. Er hat ihnen Macht gegeben, über was? Über Dämonen. Und dann kommen die zurück. Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ich lese euch mal vor, das ist Lukas 10, 17. Die 72 kamen zurück vor Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Die waren also ganz verblüfft, dass es funktioniert hatte. Jesus hatte ihnen Autorität über etwas gegeben und sie haben das genützt. Und die sagen, wow, cool, echt, jetzt wird's spannend. Und Jesus holt sie dann gleich wieder ein Stück runter und sagt dann, ja, das ist alles gut, dass ihr die Autorität habt, aber eigentlich kümmert euch mal um was anderes, nämlich sorgt dafür, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Aber das nur nebenbei. Hier sehen wir, Jesus hat Autorität gegeben. Und deswegen konnte ihr das machen. Es gibt noch andere Dinge, ne? Missionsbefehl hat Gott Jesus uns Autorität gegeben. Eltern haben Autorität über ihre Kinder. Und Arbeit, also Chefs auf der Arbeit über ihre Mitarbeiter. Das heißt, wir brauchen Autorität. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die auch haben. Sonst passt es halt nicht. Und das Gleiche ist, und dann ist das ist der zweite Punkt, muss man ein bisschen gucken, dass wir hier nicht so lange machen. Und dann gibt es einen dritten Punkt. Also die Autorität, die uns übertragen worden ist, die wir bekommen haben aus den Aussagen von Jesus über seine Jünger. Ihr werdet, heißt ihr habt Autorität, über Dämonen und die wir von Gott dem Vater haben als Kinder Gottes, als Erben. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der muss ein bisschen unvollständig bleiben,
weil ich den biblisch nie ganz so schön begründen kann, aber die Offenbarung ist mir jetzt beim Motorradfahren gekommen, auf der Landstraße nördlich von Pasewalk, wen es interessiert. Es gibt ein Thema mit dem Zeitpunkt. Also das dritte ist, der Zeitpunkt muss stimmen. Und da gibt es ich hatte vorhin gesagt, ganz als erstes mit dem, dass wir sozusagen unser Sein, unsere Seele reinigen, damit das Wesen Gottes mehr unser Sein, unser Denken, unser Fühlen bestimmen kann. Und dann ist das, was wir sagen, auch tatsächlich das, was von Gott kommt. Und jetzt könnte man denken, wenn das so ist, dann ist alles gut. Dann haben unsere Worte wirklich Kraft in der himmlischen Welt. Aber da gibt es ein interessantes Ding, da ist so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Verzögerung drin. Also das ist nie, es funktioniert jetzt, ich habe jetzt das alles gemacht und jetzt haben meine Worte Kraft. Und umgedreht, es gibt ja Männer Gottes, die wirklich enorme Autorität im Geistlichen haben, wo die Dämonen nur so zur Tür rausjagen. Und wenn die dann mal was falsch gemacht haben und das sozusagen das Ganze wieder verunreinigt ist, bumm, ausgeschaltet. Keine Autorität mehr. So ist es nicht. Das Ganze geht so ein Stück hinterher. Und da gibt es diese Bibelstelle, ne, dass der Gott, dass unser Vater langsam zum Zornen ist und schnell zur Gnade. Das war jetzt der Test, wer noch munter ist. Die Stelle steht 8-mal im Wort übrigens, dass Gott langsam zum Zorn und reich an Gnade ist. Aber dieses langsam zum Zorn gibt das ein Stück an, dass er nicht sofort sagt, oh, ist was schiefgelaufen, zack, Klappe zu. Und ich denke, da ist viel Weisheit dahinter, weil das hier ist eine Waffe, mit der wir enorme Schläge in die Finsternis tun können, aber wie das so immer mit Waffen ist, da braucht es ein bisschen Wissen drum. Die schießen nochmal in die falsche Richtung. Im Menschlichen heißt das dann Reife. Und um damit umgehen zu können, braucht es auch manchmal ein Stück Reife. Und Gott will das haben. Er will sehen, dass wir damit auch umgehen können, mit dieser Macht Worte zu sprechen, die Realitäten schaffen. Und umgedreht, es ist auch ein bisschen Liebe und Gnade, dass, wenn man dann mal irgendwie vom Weg abkommt, nicht sofort alles Schluss und zu Ende ist. Dass es auch da so eine gewisse Trägheit im Spiel ist. Das ist der dritte Punkt. Also der Zeitpunkt muss stimmen. Und was auch zu dem Zeitpunkt noch kommt, hatte ich vorhin schon gesagt, manche Dinge haben eine von Gott festgesetzte Zeit. Und selbst wenn wir das Wesen Gottes erfasst haben, was er wirklich will in dem Moment, oder was er wirklich, was er will, was wirklich auf seinem Herzen liegt, nämlich, dass Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass allen Menschen geholfen wird. Das sind die Aussagen so im Wort, wo das Wesen Gottes rausscheint. Selbst wenn wir das alles wissen, kann es in einer konkreten Situation immer noch dazu kommen, dass genau in dem Moment es der falsche Moment ist. Also wir müssen wirklich echt angeschlossen sein, um über diese allgemeine Aussage des Wortes hinaus, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, noch wissen, das, Jesus, willst du jetzt in diesem Moment. Und wenn wir da dran sind, dann können wir die Worte aussprechen und durch die Kraft, die hinter uns steht, nämlich die Kraft Gottes, werden sie auch in Realität kommen. Ja, wir können es nicht nur, sondern wir müssen es, weil Gott sich festgelegt hat, dass Dinge ausgesprochen werden müssen. Das hatte ich vorhin als Beispiel mit der Hochzeit genannt. Du musst es aussprechen mit deinem Munde. Also eine Hochzeit, Verheiratung ist keine, wenn die zwei Leute da sitzen, nett lächeln und sagen, ja, ich habe aber doch in meinem Herzen gedacht, ja, ich will mit ihm verheiratet sein. Gilt nicht. Du musst es aussprechen. Und so ist es auch mit vielen geistlichen Situationen, wir müssen es aussprechen. Also das ist nicht nur ein Recht, sondern in gewissen Situationen ist das eine Pflicht, die wir haben. Wir sind der Mund Gottes auf Erden in der aktuellen Zeit. Er braucht einen echten Mund, echten, der Dinge ausspricht. Also wir müssen es mit Bedachtsamkeit
mit Bedacht verwenden, aber wir müssen es auch verwenden. Ja, nochmal zusammengefasst, also das Wort Gottes, was wir immer ganz schnell in Richtung Bibel, also dieses Buch, setzen, hat noch eine tiefere Bedeutung. Damit wir das wirklich verstehen können, ersetzen wir vielleicht mal Wort durch den etwas breiteren Kontext, dass das Wort Gottes die Gedanken Gottes sind. Ihr kennt vielleicht auch die Bibelstelle, ne? Das Wort, was aus meinem Munde kommt, wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausführen, wofür ich es gesandt habe. Wenn man diesen Zusammenhang sieht, wird dann sehr viel klarer, was das meint. Da kann man fast sagen, ja, das ist eigentlich völlig normal. Also was denn sonst? Das Wort Gottes kann gar nicht anders, außer das ausführen, für was es gesandt ist. Wenn das aber stimmt für das allgemeine Dabar-Wort Gottes, dann stimmt das übrigens auch für Jesus, weil er ist ja auch das Wort Gottes. Er ist ja der Ausdruck des Gedanken Gottes. Und deswegen ist auch Jesus in der Tat nicht zurückgekehrt, ohne auszuführen, von wo er gesandt worden ist. Im direkten Sinne dieses Wortes. Worte Gottes sind Ausdruck des Gedankens Gottes oder Ausdruck des Wollens, des inneren Seins. Und Jesus ist das Ganze in Fleisch geworden. Die Brücke schlechthin. Also der Gedanke Gottes nicht abstrakt irgendwo in den Himmeln, sondern real auf dieser Erde gewesen. Der Ausdruck des Willens Gottes. Der einzige, den man hat so mal anfassen können. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle im 2. Korinther, die ich da gerne mal zum Ende vorlesen wollte. Das ist 2. Korinther 3, Vers 2. Und da geht es über einen Brief, der geschrieben worden ist. Und wie gesagt, ein Brief ist ja nichts weiter als eine Aneinanderhängung von Worten. Also der Ausdruck des Inneren von Gott oder von dem, der einen Brief schreibt. Und ein guter Brief ist in der Tat Ausdruck des Inneren, wenn wir davon mal ausgehen, dass wir diese Unterscheidung zwischen Gedanken und Worten nicht machen. Und dort steht im 2. Korinther 3, Vers 2 steht, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Oder in anderen Worten, dass ihr die Worte Christi seid. Oder noch anderen Worten, dass ihr Ausdruck des Wesens Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Und da schließt sich dann der Kreis wieder, wenn wir von Neuem geboren sind und den Geist Gottes haben, dann sind wir auch Ausdruck des Gedanken Gottes. Ja, und dann gibt es spezielle Worte Gottes, die nicht nur Gedanken sind, sondern Realitäten schaffen. Das ist der zweite Aspekt von Wort Gottes, die Realität schaffen. Insbesondere natürlich nicht nur, aber insbesondere im Geistlichen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Worte, die von ihren Ursprung in Gott haben, durch unseren Mund in diese Welt zu transportieren, sodass sie das ausführen, wofür Gott sie gesandt hat. Dass sie zu Realitäten werden. Und wir alle haben im Prinzip, weil wir wiedergeborene Christen sind, diese Fähigkeit, Worte auszusprechen, dass wenn sie von Gott kommen und durch unseren Geist am Ende zu unserem Mund rauskommen, dass sie zu Realitäten werden. Insbesondere im geistlichen Ding, beim Brechen von Flüchen, bei solchen Dingen. Gebet für Krankheit, Dämonen und dergleichen. Wir haben die göttliche Natur geerbt und ganz manchmal sind unsere Worte auch heute schon, schaffen Realitäten, aber das muss noch mehr der Fall sein, wenn wir hier auf dieser Welt Dinge ändern wollen. Wir haben gestern, die im Lobpreisgottesdienst waren, haben wir solche Dinge ausgesprochen. Genau das, weil wir glauben, dass es auf dem Herzen Gottes ist, dass hier in unserer Region eine Veränderung stattfindet, dass geistliche Gefängnisse aufgesprengt werden und Menschen in Freiheit kommen. Glauben wir das, weil das in dem Wort steht? Naja, im Wort habe ich noch nie was vom Erzgebirge gelesen, um das mal klar zu machen. Aber wir leben jetzt hier
Und vielleicht war das auch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren so noch nicht dran, aber wir glauben, dass es jetzt dran ist, weil in unserem Herzen das irgendwie, ne, das Herz voll ist, irgendwie so rauskommen, sagen, oh ja, das hat Gott auf dem Herzen, jetzt. Und dann müssen wir es aussprechen. Wir müssen es aussprechen, damit es Realität wird. Und wenn wir es aussprechen und wenn es Gottes Wille ist, dann wird es Realität werden. Danach sage ich gleich mal nur Amen. Ja, 12. Das beendet dann die heutige Versammlung. Dann wünsche ich euch eine siegreiche Woche. Ja, nehmt das mal mit, wenn ihr Dinge sagt. Haben die Kraft oder ist nur so dahingeredet? Und bittet den Herrn der Ernte, dass er uns reinigt, dass er unseren Kanal reinigt, sodass das, was von ihm ist, mehr rauskommt. Ach, und übrigens, den Herrn solltet ihr nicht darum bitten, dass er euch Mut gibt, das auch auszusprechen. Das müsst ihr dann schon von ganz alleine machen. So, jetzt auch wirklich, habt einen guten Nachhauseweg und schönen Sonntagabend.